Während ein Huf abhebt, berührt der andere den Boden. Es hat zu jeder Zeit einen Huf am Boden. Jedes Vorderbein bewegt sich den Bruchteil einer Sekunde vor dem diagonalen Hinterbein. Hören Sie den Rhythmus? Dies ist der Klang eines korrekten Foxtrottes. Achten Sie nun auf die Hinterhand. Wieder sehen Sie, während ein Huf abhebt, berührt der andere den Boden, sodass immer ein Huf den Boden berührt. Sehen Sie sich den Sattel an. Sie sehen die Bewegung des Sattels. Das Sattelhorn bewegt sich nur sehr wenig. Die gleichmäßigen Bewegungen geben dem Reiter einen sanften Ritt. Der Reiter harmonisiert mit den Bewegungen des Pferdes, weil die Vorderseite des Sattels über dem Mittelpunkt des Pferdebewegung liegt. Wenn wir den Foxtrott-Standard in der Zeitlupe betrachten, sehen wir, dass der Vorderhuf den Boden berührte, während der Hinterhuf seinen Vorwärtsschritt beendete. Dies ist ein Beispiel für den gebrochenen Rhythmus des foxtrottenden Pferdes. Jeder Vorderhuf berührt den Boden den Bruchteil einer Sekunde vor dem gegenüberliegenden Hinterhuf. Der Kopf bewegt sich zeitgleich mit der Hinterhand des Pferdes. Und obwohl es Bewegung von Pferd und Reiter gibt, sehen Sie, wie der Reiter von der Bewegung des Pferdes weich mitgetragen wird.